Willkommen in der dritten Liga mit unserer wunderschönen Mannschaft Düren. Wie schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Es fühlt sich so gut an. Es fühlt sich so gut an zu sagen, dass wir in der dritten Liga sind. Wir haben es geschafft. Von der vierten Liga West sind wir aufgestiegen in die dritte Liga. Mit Fleiß, mit Schweiß und mit ganz viel Herzblut. Eure Kommentare, unser akribisches Vorgehen, dass wir alles abverlangt haben von unseren Spielern, hat dazu beigetragen, dass wir diesen Sieg errungen haben. Doch es stehen große Herausforderungen vor uns. Die neuen Mannschaften sind richtig, richtig stark. Wir werden uns einerseits freuen können über neue Gesichter, die wir hier einkaufen werden, die in unserer Mannschaft spielen können. Aber es hat auch eine traurige Komponente, denn den einen oder anderen werden wir verabschieden müssen. Die dritte Liga ist eine ganz andere Herausforderung. Wir spielen jetzt nicht mehr um den Aufstieg. Wir spielen darum, nicht abzusteigen. Das wird eine große Herausforderung. Und damit wir diese Herausforderung jetzt mal so richtig mit Schwung annehmen können, gibt es morgen, ich habe es euch unter der letzten Folge erklärt, 3 Videos. Danach geht es wieder mit 2 Videos am Tag weiter, vorerst. Und dann schaue ich einfach mal, wie sehr ihr weiterhin Lust habt auf das Projekt. Wenn es ein bisschen abflacht, dann gibt es irgendwann nur noch eine Folge am Tag. Aber ich werde ja immer so ein bisschen voraufnehmen. Wer Kanalmitglied ist, bekommt die Videos dann schon vorher freigeschaltet. Aber eigentlich sollte es nicht notwendig sein, weil ich hau euch hier wirklich ein Video nach dem anderen um die Ohren. Und ich freue mich so sehr, dass ihr alle mit dabei seid. Ich habe all eure Kommentare gelesen. Das heißt, ich kann alles mit heute in die Folge nehmen und wir können mit euren Anmerkungen diesen Saisonstart feiern. Wir werden eine neue Förderung eingehen und zwar würde ich sagen, fördern wir mal Justus Bade und wir gehen rein in die neue Saison. Es ist so schön, es ist so großartig, ich freue mich so sehr auf dieses weitere Let's Play mit euch. Als erstes möchte ich mal mit euch schauen, gegen welche Gegner wir antreten werden. Es geht hier über den Reiter Ticketverkauf ganz gut, da sehen wir nämlich die Teamstärke. Wir haben eine Teamstärke von 4,7, nein, mittlerweile von 5,0. Einige von uns haben sich weiterentwickelt und haben dadurch 5 Sterne. Wir sehen, dass wir gegen ganz viele antreten mit 5 Sternen, aber gegen noch ein paar mehr mit 6 Sternen. Und das kann auch mal heißen, dass sie nur, also nur in Anführungsstrichen, eine Stärke von 5,6 haben und das dann auf 6 Sterne aufgerundet wird. Aber so ein 6,2er ist natürlich auch mal mit dabei. Das heißt, wir haben hier richtig schwere Matches vor uns und da wird unsere Mannschaft nicht mehr gegenhalten können. Und ihr seht, die Mannschaft ist auch gar nicht mehr so richtig zufrieden. Das sehen wir auch nochmal hier in der Übersicht. Die Zufriedenheit der Spieler nur noch bei 36. Da ist irgendwas passiert mit dem Saisonwechsel und wir müssen uns das so langsam mal anschauen, was genau passiert ist und wie wir dagegen halten können. Wir müssen jetzt allgemein unseren gesamten Kader nochmal durchgehen und ganz genau überlegen, mit Hinsicht darauf, dass wir in der dritten Liga bestehen wollen, dass wir in der Theorie gegen jeden anderen mithalten können. Vor dieser Hinsicht müssen wir jetzt unseren Kader aussortieren. Und das wird hin und wieder wehtun, aber ich glaube, es ist notwendig, damit wir hier wirklich zurechtkommen. Und wir werden nicht einfach die Leute hier auf die Transferliste stellen, sondern den ein oder anderen werden wir auch anbieten auf dem Transfermarkt, um ihn ganz bewusst zu verkaufen. Ohne dass wir jetzt hier irgendwie pokern müssen, kriegen wir den weg, kriegen wir den nicht weg. Hier sind einfach Spieler dabei, die bringen uns gerade nichts und die müssen auf kurz oder lang weg. Und wenn wir sie jetzt ganz früh rausschmeißen, dann haben wir das Budget sogar noch und können den ein oder anderen vielleicht mehr verpflichten. Wir beginnen bei den Torhütern. Erich Duwe, er hat nur noch einen Vertrag bis 2026, also 2 Jahre ist er noch am Start. Er hat toll gehalten, er war die wichtigste Verpflichtung in der vierten Liga. Doch ist er auch so super wichtig in der dritten Liga? Ja, also sein Wert ist auf jeden Fall gar nicht so schlecht. 5,7, damit kann er arbeiten. Er ist 35 Jahre alt,
2 Jahre macht er noch, dann geht er in Rente mit 37. Das ist ein stolzes Alter, ist aber vollkommen in Ordnung für einen Torhüter. Sein Fortschrittsbalken liegt bei 157 und er hat schon ein paar Mal Punkte verloren. Das heißt, innerhalb dieser 2 Jahre wird er zum Fünfer, vom Sechser zum Fünfer. Und das bedeutet für mich, wir brauchen definitiv einen zweiten Torwart. Und ich würde sogar sagen, wir brauchen eine neue Nummer 1. Duva hat jetzt natürlich die 1 bekommen, die hat er sich auch verdient. Aber ich glaube, es wäre ganz gut, wenn wir eine neue Nummer 1 finden und er quasi der Zweit-Torhüter ist. Man könnte überlegen, ob man hier noch einen Dritt-Torhüter behält, den man quasi mit groß zieht, vielleicht sogar verleiht oder so. Aber grundsätzlich würde ich sagen, wird Duwe die Nummer 2 und wir holen uns einen neuen Torwart. Die Frage ist, wer von diesen beiden muss auf jeden Fall gehen? Weil 4 Torwarte brauchen wir nicht. Wer muss auf jeden Fall gehen? Ich würde sagen, Kivisim Kund. Warum? Er hasst uns, er ist super unzufrieden und er hat einen höheren Marktwert, weil er auch noch ein bisschen jünger ist. Ihn wollen wir verkaufen. Und wir können tatsächlich sagen, dass wir ihn ganz offiziell anbieten zum Verkauf. Wir haben natürlich noch ganz viele andere Sachen zu tun, auch Sponsoren verhandeln und so weiter und so fort. Die erste Woche werden wir sowieso komplett durchtakten. Wichtig für uns ist, dass wir jetzt aber die Spieler kaufen und verkaufen, so früh es geht, damit unsere Mannschaft zusammenwachsen kann. Ihr seht, Teamgeist ist um 62 gefallen, die Spieler sind unfassbar unglücklich, liegt sicherlich hier und da an der Bezahlung, die sagen, wir sind jetzt in der dritten Liga, wir wollen mehr Geld verdienen, liegt aber sicherlich auch daran, dass der ein oder andere Spieler sagt, hey, in der vergangenen Saison wurde ich nicht so richtig häufig eingesetzt, jetzt sind wir in einer neuen Saison, ich habe vielleicht noch super viele Konkurrenten auf meinem Platz, also hier zum Beispiel beim Innenverteidiger, die Herausforderungen sind stärker, die Konkurrenten sind auch stärker als ich, ich werde ja wahrscheinlich niemals zum Zug kommen. Und dann steigt natürlich die Unzufriedenheit trotz Ligaaufstieg. Da müssen wir ran. Kivisim Kund werden wir anbieten. Robert Neufeld könnten wir überlegen, ob wir ihn als Dritttorwart behalten. Die Frage ist nur, wollen wir das wirklich machen? Oder wollen wir vielleicht das Risiko eingehen, nur 2 Torwarte zu haben? Und wenn dann mal was passiert, dann müssten wir halt jemanden aus der Jugend hochziehen. Im besten Fall finden wir einen Torwart, den wir in die Jugend ziehen können. Und könnten dann im Notfall aus der Jugend den Dritttorwart hochziehen. Ich glaube, das wäre wirklich eine gute Lösung, wo wir hier Geld sparen und in einer anderen Hinsicht trotzdem den Fall bedenken, dass wir vielleicht sogar 2 Torhüter mal verlieren. Der eine ist gelb gesperrt oder rot gesperrt, der andere verletzt. Wir brauchen einen dritten Torwart. Wenn wir hier einen in der U19-Jugend haben, wäre das toll. Und ich glaube, wir machen das genauso. Wir werden auch ihn anbieten. Auch etwas, was ihr in den Kommentaren geschrieben habt. Ich soll viel mehr mit diesem Spieler anbieten arbeiten, weil wir da schneller die Leute loswerden und hin und wieder vielleicht sogar ein bisschen mehr Geld rausbekommen, weil wir den ersten Vorschlag machen. Guido Raasch, Linksaußenverteidiger. Er ist 30 Jahre alt und auch relativ unglücklich. Wir schauen uns mal an, wie es ihm geht und werden dann schauen, wie wir mit ihm verfahren werden. Er hat einen Fortschritt von 55, ist 30 Jahre alt, hat sich toll entwickelt. Irgendwann wird es aber zu Ende gehen. Ob er wirklich irgendwann mal ein Sechser wird, das ist die Frage. Ich könnte mir vorstellen, dass er hier irgendwann stagnieren wird und dann abbaut. Als Fünfer ist er ein okayer Auswechselspieler in der dritten Liga. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber er ist super unzufrieden. Einerseits aufgrund meiner mangelnden fachlichen Qualität. Man muss dazu sagen, wir haben als Trainer ja auch ein Level und dieses Level ist natürlich weit, weit unter dem, was ein
Drittligist eigentlich haben sollte. Hier sehen wir das. Wir haben 3 Sterne. In der dritten Liga sollten wir eigentlich so, sagen wir mal, 6 Sterne haben. Das macht die Spieler unglücklich, dass wir hier so ein Grünhorn, so einen Grünschnabel haben. Aber damit müssen wir natürlich leben. Aber wenn alles andere in Ordnung wäre, ist das halt auch nur ein kleiner Malus. Er ist stark unterbezahlt, hat so wenige Minuten gespielt. Bei ihm würde ich sagen, wir schauen einfach mal, ob wir einen Linksaußenverteidiger bekommen, der vielleicht ein bisschen jünger ist, vielleicht ein 6er oder 7er ist, der dort eingesetzt werden kann. Und Albert Gunkel ist dann der Auswechselkandidat. Das ist unser Kapitän. Natürlich blöd, dass er hier keine so große Rolle mehr für uns spielt. Aber wir sind in der dritten Liga. Da muss sich auch was ändern von der Aufstellung und vom Personal. Und als Auswechselspieler würde ich ihn trotzdem ganz gerne behalten. Ich glaube, das kann man machen. Als 4,7er. Und Guido Rasch wird im besten Fall ausgetauscht. Wir wissen aber nicht, ob wir einen Linksaußenverteidiger bekommen, weil das nicht meine oberste Priorität ist, wenn wir 9 Spieler haben wollen. Aus diesem Grund werde ich ihn noch nicht anbieten. Er ist aber schon auf der Transferliste. Müssen wir dann mal schauen, ob da ein Angebot reinkommt. Dann kommen wir bei den rechten Außenverteidigern an und Dan Wallace macht sich richtig gut. Der steht kurz vorm Stufenaufstieg, ist dann ein 6er. Und da kann man definitiv sagen, hey, du bist gesetzt, dich können wir super gut in die dritte Liga mitnehmen, alles wunderbar. Die Frage ist halt, ob er dann mit seinem Gehalt zufrieden ist, das müssen wir sowieso dann auch nochmal alles abklären, wie das mit dem Gehalt läuft. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ist Dan Wallace gesetzt, aka Said Wunderlich. Bei Helix Stanko haben wir ein großes Problem. Er hat sich toll gemacht, er hat auch toll gespielt. Mit 28 Jahren wird er auch noch zum 6er werden, aber er ist super unzufrieden. Und wenn wir uns seine Zufriedenheit anschauen, sehen wir auch, er will sofort weg. Es gibt keine große Möglichkeit, ihn noch glücklich zu stimmen im neuen Vertrag. Ja, würde schon gehen. Würde schon gehen, wir können ihn langsam wieder aufbauen, langsam die Zufriedenheit zurückholen. Aber wenn er jetzt spielen würde, würde es einen großen Malus geben auf seine Performance. Er will sofort weg. Also würde ich sagen, grundsätzlich bin ich sehr zufrieden mit Helix Stanko und würde ihn auch ganz gerne weiter behalten. Als Auswechselspieler rechts außen, denn auch er wird höchstwahrscheinlich bald zum 6er werden. Aber, jetzt auch ein ganz wichtiger Punkt. Wenn wir am Ende noch Geld übrig haben und vielleicht noch eine zweite Person auf rechts außen finden, ja, dann werden wir rechts außen auch nochmal neu besetzen, dann muss er gehen. Aber vorerst würde ich sagen, behalten wir ihn. Wenn wir ihn komplett behalten und keine Person auf seiner Position finden, dann müssen wir natürlich auch Gehalt nachverhandeln. Das müssen wir sowieso am Ende nochmal mit allen machen, denn die Zufriedenheit unserer Leute ist relativ wichtig. Aber ja, bis hierhin, links außen, rechts außen, so eine Kann-Position, da können wir ein bisschen dran feilen, ist aber nicht das Allerwichtigste. Jetzt kommen wir zu den Innenverteidigern. Da haben wir mit Sertic natürlich eine Bank. 29 Jahre alt, könnte auch zum 6er werden. Das Potenzial ist da. Hat ja auch tolle Werte mit der Robustheit und so weiter. Schusskraft ist jetzt nicht so super wichtig als Innenverteidiger. Das ist schon in Ordnung. Also Sertic würde ich auf jeden Fall behalten wollen. Und auch bei Cody Blau sieht es richtig gut aus. Er ist bereits ein 5er. Und entwickelt sich toll, er ist ein Talent, auch er wird irgendwann zum 6er, hat schon die Werte, die manch 6er auch hat, mit 5,1. Das ist in Ordnung, also Cody Blau ist am Start und er ist auch einer der Spieler, die meisten Follower haben in der dritten Liga. Das kann man sich ja auch anzeigen lassen, wir schauen uns das einmal ganz kurz an. Meiste Follower, Platz 3, Cody Blau in der dritten Liga, das muss man erstmal hinbekommen. Also er ist ein wirkliches Gesicht der Mannschaft geworden, ob wir wollen oder nicht, mit seinen 18 Jahren.
Und der entwickelt sich toll, den wollen wir weiter aufbauen. Stefan Himmel ist so ein bisschen grenzwertig mit seinem 3,9er Wert. Allerdings wird auch er bald einen Levelaufstieg haben, dann wird er zum 4,8er wahrscheinlich. Und dann ist er tatsächlich auch jemand, den man ganz gut auswechseln kann. Also auch ihn wollen wir weiterhin fördern. Wir haben ihn auch großgezogen. Ich glaube, das ist gut, wenn wir ihn weiter fördern. Ist aber kein Stammspieler mehr. Definitiv kein Stammspieler mehr. Aber wird behalten. Und dann haben wir hier noch Aslan HK, der 19-jährige 3,1er. Spielt für uns gar keine Rolle. Den wollen wir aber definitiv verleihen. Der kommt ja aus der Jugend. Und da werden wir mal schauen, ob wir eventuell ihn auf die Transferliste setzen können für die Laie. Weil wenn er woanders Erfahrung sammelt, ist das für uns erstmal gar kein Problem. Hat bis 2028 einen Vertrag. Das könnte gut sein. Wenn die eine Kaufoption vereinbaren, wäre das auch für uns okay. Aber wir werden auf jeden Fall nicht mit ihm planen. Dann gibt es noch Johannes Ulrich. 28 Jahre jung, hat sich als Bank durchaus gezeigt, war gar kein Problem mit ihm. Das Einzige, was mir bei ihm nicht gefällt, ist, dass er sehr schlecht in Zweikämpfen ist. Allerdings, er ist ein Fünfer, er ist 28 Jahre jung, er wird sicherlich auch noch ein Sechser. Ist gut gesetzt, den nehmen wir natürlich mit. Dann haben wir noch Leon Stecher. Leon Stecher ist 29 Jahre alt und steht kurz vor einem Abstieg. Er ist gerade noch ein Fünfer mit so viel Malus, dass er nur ein 4,1er ist und wird runterfallen auf wahrscheinlich 3,2. Den sollten wir so schnell es geht verkaufen, bevor sein Marktwert nämlich dann auch runtergeht. Also bei Leon Stecher ist ganz klar für uns, der muss angeboten werden. Und zwar im besten Fall hier auch wirklich am ersten Tag, so schnell es nur geht. Den müssen wir verkaufen, den müssen wir verramschen, alles egal. Der muss weg, Leon Stecher muss weg. Super wichtig. Ja, und dann bleibt bei uns 4,9 und 5,1 in der Innenverteidigung, was in Ordnung ist in der dritten Liga. Aber nicht gut. Es ist in Ordnung, Mehrheit auch nicht. Mit Johannes Ulrich und Stefan Himmel haben wir Auswechselspieler, die noch ein bisschen problematischer sind. Also, wenn wir einen Innenverteidiger bekommen würden, dann wäre das schon gar nicht verkehrt. Aber auch da würde ich sagen, erstmal nach hinten gestellt. Erstmal ein bisschen nach hinten gestellt, aber ein zweiter oder ein weiterer Innenverteidiger, der wirklich einen guten Wert hat, den man auch gut einsetzen kann, wäre echt gut. Und er hier wird halt verliehen. Der wird gar keine Rolle für uns spielen. Irbis Leitner. Ein toller defensiver Mittelfeldspieler. Den wollen wir weiter großziehen. Der ist aus unserer Jugend. Der ist erst frische 18 Jahre alt. Ist jetzt schon Fünfer. Der wird sich so toll entwickeln. Ist jetzt schon 850.000 wert. Irgendwann wird die Ausstiegsklausel greifen und man könnte ihn für 2 Millionen kaufen. Bis dahin hoffe ich aber, dass er bei uns noch eine richtig tolle Zeit hat und gute Spiele spielt. Problematisch, er ist unfassbar unzufrieden. Er ist aber tatsächlich in der Lage, seine Zufriedenheit anzupassen, wenn er einen besseren Vertrag bekommt. Alternativ würde er gerne die Freigabe haben. Und das sollten wir machen. Wir sollten bei Leitner nachverhandeln und sollten einmal kurz gucken, was ist denn so ein faires Gehalt, gerade im Vergleich zu anderen. Also wir haben hier mit Justus Wade zum Beispiel jemand, der 50.000 verdient, Sertic 54.000, Dan Wallace 52.000. Und die nächste Stufe, da wären wir so bei 70.000 ungefähr. Ja, und hier die alten Stürmer, die wollten natürlich ein bisschen mehr. So 70.000 wäre die nächste Stufe. Er wird wahrscheinlich irgendwann die nächste Stufe erreichen. Ich glaube, es wäre fair.
wenn wir uns so bei 60.000 treffen, das ist so die Mitte zwischen seiner jetzigen Stärke und die Stärke, die er erreicht. Und dann erwarte ich aber auch von ihm, dass er dann nicht sofort angedackelt kommt, wenn er ein bisschen stärker wird, um nochmal eine Nachverhandlung zu holen. Also mit dir wollen wir definitiv nochmal ein Gespräch vereinbaren, um im besten Fall nochmal dein Gehalt nachzuverhandeln. Genau, und die anderen Sachen, Vertrag verlängern wäre, glaube ich, so eine Sache, die man machen könnte. Müssten wir 3 Aktionspunkte auswählen. Nee, das machen wir nicht. Also ich denke mal, über Gespräch verhandeln können wir das sicherlich anbieten. Aber 3 Aktionspunkte ausgeben, um seinen Vertrag zu verlängern, der sowieso bis 2027 geht, das machen wir nicht. Aber ja, ihr wisst, Leitner, um ihn wollen wir kämpfen. Er ist super wichtig für uns. Jetzt sieht's aber richtig blöd aus, was die anderen defensiven Mittelfeldspieler angeht. Horos hat sich toll gezeigt. Er ist aber schon 32 Jahre alt und wird vielleicht noch zum 4-7er werden. Dann ist aber Schluss. Und es dauert noch, bis er dahin kommt. Und er ist 32. Das kann wirklich noch echt lang dauern. Horos würde ich ganz gerne anbieten. Horos muss eigentlich weg. So weh es mir tut. Horos muss weg. Und Thomas Effenberger sowieso. Der ist schon Ewigkeiten auf der Transferliste. Der muss eh weg. Das heißt, wir brauchen definitiv neben Irbis Leitner brauchen wir einen zweiten defensiven Mittelfeldspieler. Das ist neben dem Torwart die nächste super wichtige Position, wo wir eine Verbesserung brauchen. Weiter geht's im linken Mittelfeld. Omri Zoha hat eine Stärke von 5,7, ist toll, auch in der dritten Liga. Der hat die Stärke, die wir hier brauchen, entwickelt sich gut, alles wunderbar. Der spielt noch ein Jahr für uns und innerhalb dieses Jahres können wir für uns überlegen, wollen wir die Kaufoption ziehen oder nicht. Jetzt ziehen, finde ich, ist zu früh. Aber man muss natürlich ihn so ein bisschen im Auge behalten und überlegen, wollen wir ihn haben oder wollen wir vielleicht jemand anderes holen, der dort gut spielen kann. Er ist jedenfalls auch unzufrieden. Hat zu wenige Minuten gespielt. Also auch er ist unzufrieden. Er weiß aber auch, dass er keinen besseren Vertrag bekommen kann. Er bekommt relativ viel Gehalt. Und mit relativ viel meine ich, er ist eigentlich schon ein bisschen überbezahlt. Liegt aber auch daran, dass wir natürlich eine Leihgebühr bezahlt haben. Ich denke mal, die kommt hier mit reingerechnet, oder? Ich glaube schon. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber es müsste mich hier eigentlich sehen. Nee, Ablöse, Leihgebühr ist 120.000. Nee, der verdient so viel. Da haben wir aber keinen großen Einfluss gehabt, weil wir einen Teil seines Gehaltes quasi übernehmen. Da haben wir gar nicht so viel Einfluss. 60% übernehmen wir, glaube ich. Müsste man sich mal ausrechnen, wie viel das ist. Ich weiß nicht genau. Oder sind das schon die 60%? Dann ist er aber woanders ganz schön überbezahlt. So oder so, wir haben keinen Einfluss darauf, weil er geliehen ist. Wir haben nur Einfluss darauf, ihn eventuell zu kaufen. Könnten die Kaufoption ziehen. Müssen wir mal schauen, wenn es soweit ist. Jetzt kommt ein großes Problem. Lennart Matzke. Toller Spieler. Wir haben ihn gekauft in der 4. Liga, als wir noch davon ausgegangen sind, wir wollen eine solide Saison in der 4. Liga spielen, wir wollen Platz 7 werden, irgendwo nicht mittleres Mittelfeld, sondern oberes Mittelfeld, uns irgendwie eingliedern, vielleicht ja sogar ins obere Drittel reinkommen. Und dann gab es irgendwann die Chance, eventuell aufzusteigen. Wir haben es geschafft, mit ganz, ganz viel Kraft, mit ganz viel Mühe und Not. Und haben jetzt hier jemanden, der in der 4. Liga so toll wäre, jetzt schon 3,8er mit 19 Jahren, könnte man weiter aufbauen. Aber in der 3. Liga hat er leider nichts zu suchen. Das ist sehr schade. Wir haben ihn mit einer anderen Erwartungshaltung eins geholt.
Wir haben auch sehr viel für ihn ausgegeben. 340.000. Ob wir das wiederbekommen, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, wir werden bei ihm so ein bisschen Minusgeschäft machen. Ist aber nicht schlimm, denn wir hatten halt einfach andere Erwartungen. Ich glaube, das ist okay. Wollen wir mal die Verhandlung kürzer machen? Ich glaube, wir machen die Verhandlungen mal alle kürzer. Damit wir nicht so gestresst sind, dass wir eventuell aussetzen, Zusammenbruch haben an einem Tag. Das kann nämlich auch passieren und dann haben wir auch gar nichts davon. Weil dann der ganze Tag wegbricht mit allem, was wir eigentlich geplant hatten. Also er muss weg, so leid es mir tut. Und das heißt für uns, links muss definitiv jemand kommen. Im besten Fall nicht zur Laie, damit wir dann nach Omri Zoha überlegen können, wollen wir ihn übernehmen oder wollen wir jemand anderes verpflichten, wenn dann die nächste Saison ansteht. Er muss weg. Der ganz neue Chung Jae Jung ist ein toller Kerl und ist 19 Jahre alt, spielt im rechten Mittelfeld. Der wird uns noch lange begleiten, ist ein ganz, ganz toller Spieler. Ich habe große Erwartungen an ihn und den haben wir relativ günstig bekommen für 300.000 Handgeld. Ganz schön lange habe ich jetzt eine Person hingehalten, aus dem Grund, weil wir nicht so richtig jemand hatten, den wir benennen konnten. Aber Lokendar bekommt hier Chung Jae Jung als Künstlernamen, beziehungsweise er ist quasi der Namensgeber des Künstlernamens. Und das hier ist Lokendar Jung. Der wird uns noch lange begleiten, glaube ich. Deswegen ist das ein guter Spieler. Ich glaube, das ist vollkommen in Ordnung, dass wir da ein bisschen gewartet haben und dann einen richtig guten Spieler uns rausgesucht haben. Der hat eine Ausstiegsklausel von 1,2 Millionen. Aber wir haben ihn für 300.000 geholt. Sollte die irgendwann mal gezogen werden. Okay, dann haben wir ein großes Plusgeschäft gemacht. Und wenn er zufrieden ist, würde er das sowieso nicht ziehen. Mit 80.000 haben wir hier auch einen guten Deal gemacht als 7er. Absolut nicht überbezahlt und ist zufrieden. Auf der rechten Seite haben wir dazu noch Tristão Guimarães. 18 Jahre jung, ein Talent. Auch den könnten wir kaufen. Für 1 Million. 1 Million. Der wird im Laufe der Zeit noch ein 7er. Richtig, richtig teuer. 1 Million kostet das Ganze. Ob wir den verpflichten werden am Ende der Saison, ob wir überhaupt das Geld haben, das mag ich mal zu bezweifeln. Das heißt, Lokendar Jung wird hier die Position bespielen. Er ist der Auswechselspieler. Einfach aus dem Grund, weil wir dann natürlich den Spieler fördern wollen, der uns lange begleiten wird. Vielleicht wird Guimarães irgendwann so eine Ikone bei uns und wird für so viele Siege verantwortlich sein, dass wir sagen, diese Million ist uns wert. Vielleicht steigt sein Marktwert auch ins Unermessliche. Und wir sagen, es wäre dumm, das nicht zu machen. Müssen wir alles beobachten. Aber die beiden geliehenen Spieler, die sind noch so ein bisschen auf der Waage. Rechts brauchen wir definitiv aber niemanden, weil wir hier noch Guimarães für ein ganzes weiteres Jahr haben. Ja, und da wird jemand anderes überflüssig auf der rechten Seite. Finn Knut. Auch ihn haben wir mit 18 geholt. Bei ihm werden wir aber Plus machen, denn wir haben ihn für 145.000 geholt und haben ihn aufgebaut, sodass er jetzt einen Marktwert von 340.000 hat. Er wird auch abgegeben werden müssen, leider. Finn Knut, auch dich werden wir anbieten. Nino Weinmann, eine Person, die jetzt leider ein Karriereende plant am Ende der Saison. Wir konnten ihn immer gut einsetzen, aber als Vierer eigentlich zu schlecht für die dritte Liga. Vielleicht können wir ihn noch verscherbeln. Kann ja sein. Möchte auch keinen Wechsel mehr. Wir könnten überlegen, ob wir seinen Vertrag auflösen. 48.000 kostet sein Jahr noch bei uns.
wenn wir den Vertrag auflösen wollen würden, würde uns das 38.000 kosten. Da hätten wir 10.000 gespart. Dann machen wir es nicht. Denn es könnte ja sein, dass wir ihn trotzdem nochmal brauchen oder einsetzen müssen. Für 10.000 mehr im Transferbudget werde ich das nicht machen. Für 10.000 nicht. Also das heißt, er bleibt, aber er geht eh am Ende der Saison und wir brauchen ihn auch nicht. Justus Bade ist jetzt schon Fünfer, steht kurz vor seinem Level-Up, wird dann zum Sechser. 19 Jahre jung, Superman behalten wir im offensiven Mittelfeld. Jedes Sedat hingegen hat keine Zukunft bei uns. Auch er muss angeboten werden. Auch er muss angeboten werden. Kommen wir zum Sturm. Und das ist, glaube ich, jetzt das Spannendste. Beziehungsweise erstmal noch hier. Wir brauchen noch einen offensiven Mittelfeldspieler. Ganz dringend. Einen zweiten Mann. Und auch da muss man überlegen, hey, mit welchem Wunsch wollen wir hier rangehen? Man könnte zum Beispiel hier auch einen etwas älteren dazu holen, damit Justus Bade aufgebaut wird. Genauso auch hier beim Torwart, da wollen wir eher einen jüngeren, weil wir hier den älteren haben und Erich Duwe dann der ältere Ersatzspieler ist. Und bei Linksaußen wäre das auch interessant, einen jüngeren zu nehmen, weil wir hier mit Albert Gunkel einen etwas älteren haben. Rechtsaußen wäre vielleicht ein älterer okay, müssen wir mal schauen, weil Dan Wallace da ist. Und bei der Innenverteidigung wäre beides okay, weil wir junge haben und alte Leute haben. Defensives Mittelfeld könnte auch ein älterer aushelfen, also das würde halt alles so weit gehen, dass wir hier auch so ein bisschen variieren können, dass wir sagen, okay, wir haben jede Position besetzt, im besten Fall einen Jungen, den wir aufbauen und einen Älteren, der halt kurzfristig helfen kann. Wie gut hat das denn funktioniert mit dem kurzfristigen Helfen? Schauen wir mal in den Sturm rein. Dort haben wir Nicolas Dirks. 27 Jahre jung, ist schon Ewigkeiten bei Düren, wenn wir seine Karriere anschauen. War noch nie woanders, hat noch nie woanders gespielt. Nicolas Dirks. Und wie gut er gespielt hat. Bei 31 Spielen hat er 9 Tore gemacht und 10 Vorlagen. Das ist echt nicht schlecht. Hat sich selber hochgearbeitet zum Sechser. Ist natürlich weiterhin dabei, das ist ja klar. Diesen Matteo Neitzel, das ist der 19-Jährige aus der Jugend, den könnte man verleihen. Den könnte man verleihen. 230.000 wert könnte man verleihen. Könnte man machen. Wir können ihn auch verkaufen oder anbieten. Das ist halt immer so ein bisschen die Frage. Wir können natürlich auch bei Knut Finn überlegen, ihn zu verleihen. Und auch bei Lennart Matzke. Die Frage ist halt immer nur, wollen wir sie wirklich behalten? Das könnten wir auch bei Arslan HK fragen. Er ist auch schon 19 Jahre alt. Wisst ihr was? Auch er wird angeboten. Ich glaube, wir können mit dem Geld gerade mehr anfangen als mit der Leihe. Neitzel wird auch angeboten. Und auch hier Theodor Behling wird auch angeboten. Da bin ich mir jetzt erstmal selber so ein bisschen in den Karren reingefahren. Weil erstmal dachte ich, okay, es macht ja Sinn, die zu verleihen. Macht ja auch Sinn. Aber hey, wenn wir jetzt das Geld einstreichen können, und die sind ja wirklich zum Teil viel, viel wert, dann macht das noch mehr Sinn. Weil wir schon viele Positionen haben, die wir besetzen müssen. Ja, und dann haben wir noch Ferreira, der ganz neue Mann, der 35-Jährige, der nicht so richtig gut abgeliefert hat, aber auch nicht so richtig schlecht gespielt hat. In 14 Spielen war er beteiligt. 3 Tore, 1 Vorlage, ist jetzt nicht ein Topscorer gewesen, muss man ganz ehrlich sagen. Aber ein toller Mann als Auswechselspieler oder auch als Stammspieler. Es ist vollkommen in Ordnung, mit ihm kann man arbeiten. Genauso wie mit Nicolas Dirks. Blasko allerdings ist unfassbar unglücklich. Schaut euch das mal an. Der hasst ja alles. Und ob wir da noch gegen ankommen können, das
Das wird schwierig sein. Er ist ganz neu dazugekommen. Ich bin zufrieden mit ihm. Schaut euch seine Saison an. 14 Spiele, 8 Tore, 4 Vorlagen. Das ist doch großartig. Also damit bin ich vollkommen zufrieden. Das kann er gerne weiterhin zeigen. Aber er sagt sich, nee. Ich bin super unzufrieden. Ich möchte sofort hier weg. Wegen sportlicher Ereignisse, minus 7. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, was genau hier reinzählt. Also stört es ihn, dass wir aufgestiegen sind? Er wird lieber in der vierten Liga spielen, weil ihm das sonst so viel Druck macht. Hat es ihm nicht gepasst, dass wir ihn ausgewechselt haben letztes Mal, nachdem er ein Tor gemacht hat und wir gesagt haben, hol dir deinen Applaus ab? Ich weiß es nicht. Er will auf jeden Fall sofort weg. Und sagen wir mal so, er ist niemand, den ich unbedingt sofort loswerden muss. Okay. Ich wollte gerade eigentlich sagen, er ist keiner, den ich unbedingt sofort loswerden muss. Ich setze ihn einfach mal auf die Transferliste. Wenn er nicht wegkommt, ist nicht so schlimm, weil er ist halt super im Sturm. Wir können ihn jederzeit einwechseln. Aber ich setze ihn mal auf die Transferliste. Aber jetzt sagt er bei der Transferliste, nee. Ich will mich hier nicht rumschubsen lassen. Ich lehne einen Wechsel ab. Ja, wie sollen wir ihm dann zufrieden stimmen? Er will sofort weg, lehnt aber einen Wechsel ab. Er ist total unzufrieden. Wisst ihr was? Ich biete den an. Ich biete Blasko an. So, was sollen wir anderes machen? Ganz ehrlich. Wenn er so unzufrieden ist, dann muss er gehen. Dann hat er keine Zukunft hier. Dann haben wir noch Niklas Dirks und Ferreira. Und dann bräuchten wir eigentlich 2 Stürmer. 2 Stürmer wären schon perfekt. Mindestens einer. Das ist unser Ziel, das ist unser Plan. Und die Transfers möchte ich gerne mit euch so schnell wie es geht vollziehen. Einfach aus dem Grund, weil wir dann mit dem neuen Kader schon trainieren können, dass sie zusammenwachsen können, dass der Teamgeist steigen kann, dass wir uns um die Zufriedenheit kümmern der neuen Leute. Ich glaube, dass das nicht unwichtig ist. Nino Weinmann, konnten wir den nicht anbieten, oder? Nee, den konnten wir nicht anbieten. Naja, wenn wir seinen Vertrag auflösen würden, weil ich frage mich gerade, würden wir ihn wirklich einsetzen? Also ihn dabei haben zu haben, einfach um ihn dabei zu haben, ist natürlich nett. Aber würde er wirklich spielen, ist die Frage. Und er würde ja die Zufriedenheit des Teams runterziehen. Das ist halt das Problem. Nicht, dass er dabei ist, sondern dass er die Zufriedenheit des Teams runterzieht. Wisst ihr was? Wir werden den Vertrag auflösen. Wir haben 10.000 nur mehr, ist egal, aber wir haben dann nicht einen Jammerlappen mehr im Team. Die Jammerlappen müssen weg. Das ist sehr wichtig. Okay, das bedeutet, wir haben jetzt alle, die wir loswerden wollen, irgendwo auf eine Karte geschrieben und versuchen die anzubieten. Das wird eine volle Woche. Trotzdem möchte ich mit euch ganz gerne nochmal rein und anschauen, wen wir denn dazu holen können. Und wenn wir ihn nur scouten. Da fallen natürlich 2 Spieler besonders ins Auge. Einerseits Elias Schäffer, der gescoutet wurde von uns, weil er unfassbar gut gespielt hat. Er ist kein Talent und ein Fünfer. Ganz toller Torwart, insbesondere in der vierten Liga. Da macht er einen tollen Job. Er ist großartig. Allerdings befürchte ich, dass diese Leistung in der dritten Liga nicht abgerufen werden könnten. Und dass es zu lange dauert, ihn aufzubauen, dass er für uns interessant wäre. Man könnte ihn holen, Erich Duwe spielt weiterhin als 1, er baut sich langsam auf, dann tauscht er irgendwann mit Erich Duwe, könnte man machen. Aber interessanter wäre doch ein Torwart, der jetzt schon besser wäre als Erich Duwe. Und Erich Duwe ist nur noch der Auswechseltorwart. Das wäre doch cooler. Hier zum Beispiel mit Gianluca Bandoni, ein 7er. 18 Jahre alt, hat große Mali, die könnten wir aber angehen. Ja, finde ich gar nicht so verkehrt. Also Gianluca Bandoni ist für mich interessant. Elias Schäffer, tut mir leid, nicht mehr.
Gianluca Bandoni. Wir machen mal mit dir ein Vertragsgespräch. Okay, der Torhüter möchte eigentlich gar nicht mit Ihnen sprechen. Hier ist besondere Mühe nötig. Sie müssen also einen Aktionspunkt investieren, wenn Sie trotzdem ein Angebot machen wollen. Und dann schauen wir erstmal nach anderen Torhütern. Allgemein schauen wir jetzt nach Spielern, die wir scouten. Und wir setzen sie auf die Scouting-Liste, nicht um sie zu scouten, sondern sich hier auf einer Liste zu haben. Wir werden jetzt in dieser Woche uns hauptsächlich um den Verkauf kümmern, damit wir auch wissen, was wir an Budget haben. Und scouten jetzt erstmal. Und wenn da einer dabei ist, wo wir sagen, das ist zeitkritisch, dann stopfen wir den noch in die Woche dazu. Ansonsten nehmen wir das mit in die nächste Woche. Das heißt, wir schauen uns einmal an, wen wir finden. Und da habt ihr nämlich auch nochmal was ganz Wichtiges gesagt. Ihr würdet euch wünschen, dass ich mir auch besonders nochmal Spiele anschaue ohne Vertrag. Wir haben jetzt schon Vertragslosen geholt, Lokinda Jung auf der rechten Seite. Aber ihr habt gesagt, wir sollten noch mehr auf vertragslose Spieler gehen, denn die kosten halt keine Ablöse. Die wollen natürlich ein höheres Handgeld und das Handgeld ist nicht gering. Aber unterm Strich bekommen wir für, ja, so sagen wir mal, für den halben Marktwertpreis kriegen wir den Spieler in der Regel. Vielleicht sogar ein bisschen geringer. Vielleicht nur 30% des Marktwerts. Während ein anderer Verein eigentlich immer den Marktwert haben will, manchmal sogar das Doppelte, da sind wir schon deutlich günstiger dran. Und dann machen wir das mal. Wir stellen das ein und sagen, hey, wir wollen vielleicht mal einen Torwart haben. Vielleicht finden wir einen und brauchen Gianluca Bandoni gar nicht mehr. Das Problem, so ein Torwart wie er können wir uns erstens nicht leisten, zweitens wird er gar nicht mit uns sprechen wollen. Das ist ja auch ein Problem. Aber wir können gerne mal gucken nach, wir sortieren das mal nach Marktwert. Wir können gerne mal schauen, ob wir vielleicht einen 7er Torwart bekommen, der noch gar nicht so super alt ist. Joel Landry Kouyaté, 23 Jahre alt. Marktwert von 480.000. Oder hier Nico Klassen. 6,4. Er hat 6,3. Fionn Kempel. Sieht ein bisschen ähnlich aus wie dieser Elia Schäfer. Also so ein bisschen Vertrautheit hätten wir da. 22 Jahre jung. 6,6. Bisher der interessanteste, glaube ich. Und dann kommen wir schon in den Millionenbereich vom Marktwert. Wir hätten hier einen Achter. Emmanuel El-Yunusi. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass Emmanuel nicht mit uns reden möchte. 24 Jahre alt, jetzt schon ein Achter. Wir können es ja trotzdem mal versuchen. Ohne zu scouten, gehe ich schon mal rein ins Vertragsgespräch, einfach um zu schauen, ob Achter überhaupt mit uns reden wollen. Wir müssten 3 Aktionspunkte investieren. Nee, das ist mir ein bisschen zu teuer. Hier haben wir noch einen Achter. Mit dem könnten wir reden. Alles klar. Das heißt, manche Achter könnten wir verpflichten. Der hat jetzt allerdings einen Marktwert von 1,3 Millionen. Was will er wohl für ein Handgeld haben? 600.000? 500.000? Das wäre ein dickes Ding. Das wäre sehr teuer. Wir können ihn aber schon mal scouten. Wir können ihn schon mal scouten. 20-Jähriger für 1,3 Millionen. Wen hätten wir denn noch? Wer so ein bisschen günstiger ist noch und relativ jung. 6,3, 6,7, 6,9, 6,6, 6,6, 7,3 sogar. 7,0. Also wir hätten hier einen 7,3er. Farkas Budaj aus Ungarn. 750.000 wert. Finde ich auch nicht schlecht, ehrlich gesagt. Auch ihn scouten wir mal. So, das sind die Torhüter, die wir mal scouten. Schauen wir mal, was daraus wird. Einen brauchen wir. Wir haben dann 3, die wir scouten. Den Gianluca Bandoni.
Hamidullah? Ist er das? Von ihm? Nein. Warum ist... Der, mit dem wir einen Vertrags... Mit dem wir ein Vertragsgespräch haben? Das ist er doch nicht, oder? Jakob Lasko, der ist auch nicht mehr hier in unserer Liste drin. Wir hatten doch eben ein Gespräch vorbereitet. Hamidullah. Also Farkas Bruder, ja. Bist du das wirklich gewesen? 7, 8, 20 Jahre jung. Marktwert von 2 Millionen. Das ist er doch nicht. Oder bin ich vollkommen verrückt gerade? Ich lasse ihn einfach mal hier. 1,3 Millionen. Du warst das doch. Ach so, hier steht jetzt auch 1,3 Millionen. Okay, wird schon alles seine Richtigkeit haben. Ich bin nur ein bisschen verwirrt. Alles gut. 3 Torwarte haben wir jetzt auf jeden Fall auf der Scouting-Liste. Einfach damit wir die wiederfinden. Dann brauchen wir definitiv noch einen defensiven Mittelfeldspieler. Auch da können wir mal schauen, was sich da so anbietet. Maximilian Flick zum Beispiel. 6,9. Ja, günstig und gut. Mit 23. Hier hätten wir natürlich jemanden, der noch ein bisschen besser wäre. Mit 20, klar. Aber ist auch deutlich mehr wert, wird auch mehr Handgeld fordern. Maximilian Flick, 23 Jahre jung. Ist natürlich eine große Konkurrenz für Leitner, muss man dazu sagen, aber toller Spieler als Stammspieler und als Auswechselspieler. Egal, wie wir ihn einsetzen wollen. Ich glaube, ihn scouten wir auch mal. Und dann hätten wir hier Selim Geis, 6,5. Als 19-Jähriger. Aber auch eine Million Marktwert. Ist schon teuer. Wir gucken mal. Wir belassen es mal dabei. Könnte natürlich auch beim defensiven Mittelfeld ein bisschen höher gehen vom Alter. Weil wir haben mit Irbis Leitner haben wir ja schon einen Jungspund. Könnten auch sagen, hey, wie sieht's bei dir aus, Makrai Kraftschick? Auch dich könnten wir anfragen. Du bist nochmal deutlich günstiger. Komm, du kommst auch mit auf die Liste. Dann brauchen wir links definitiv jemanden. Da ist so ein bisschen das Alter egal, einfach aus dem Grund, weil wir Omri Zoha dort haben und noch nicht wissen, ob wir ihn übernehmen wollen oder nicht. Und Omri Zoha ist so mittleres Alter. Also richtig jung werden wir hier auch nicht werden im bezahlbaren Bereich. Wir hätten hier jemanden, Farid Rahim, der ist 950.000 wert. Boah. Können ihn mal scouten. Und dann vielleicht noch jemand, der so mittelalt ist. Ja, wir scouten auch mal den 6,6er. Dann brauchen wir noch einen offensiven Mittelfeldspieler. Der darf ruhig ein bisschen älter sein, weil wir haben ja Justus Bade, den wir dort aufbauen. Michael Thiago. Übrigens auf die Sprachen achte ich nicht mehr so sehr, weil ich gesehen habe, dass Blasco und Ferreira super schnell Deutsch gelernt haben. Also das ist gar kein Problem. Die passen sich da super schnell an. Thiago Michael, 26 Jahre jung, 6,4. Guter Ersatz für Justus Bade. Ja, den scouten wir mal. Ich glaube, der ist gut. Wenn unseren richtig alten...
6,9 mit 31. Jasperi Seppa. Auch ihn scouten wir mal. Und jetzt brauchen wir noch richtig viele Stürmer. Und bei den Stürmern hätte ich echt gerne richtig gute. Aber auch echt gerne ein paar Junge. Eine Million, 21 Jahre jung. Eine Million Marktwert ist natürlich eine Bank. Wir scouten ihn trotzdem mal. Haben wir sonst hier noch irgendjemand Junges? 22. Wir haben hier natürlich alle möglichen Altersklassen. Mit 25 können wir auf jeden Fall noch langfristig mit ihm planen. Ich finde 25 ist ein gutes Alter. 6,8, 6,8, 6,9. 6,6. Dann nehmen wir doch mal diesen Förster. Johann Förster mit 6,9. Scouten wir mal. 900.000. Wen haben wir denn noch hier? 6,6, 7,6. 7,6 ist natürlich auch gut. Mit 24. Scouten wir auch nochmal. Und dann scouten wir hier nochmal so einen relativ günstigen. Dominik Teufel. Einfach um vorne genügend Optionen zu haben. Die setzen wir mal in Scouting rein. Das heißt, wir haben alle wichtigen Plätze jetzt schon mal besetzt. Dann lass uns jetzt nochmal nach dem linken Außenverteidiger schauen, wo wir schon eher einen jüngeren bräuchten. Da würde er hier in Frage kommen. 6,4 mit 20. 6,9 mit 24, 6,6. Ja, 6,9 mit 24. Können wir auch nochmal mit reinnehmen. Rechte Außenverteidiger, die dürfen ein bisschen älter sein. Weil wir da ja Dan Wallace hochziehen. Raphael hat 6,9. 7,6. Schon 30. Der aber auch. Sultanov. Eine 7er. Ja, der Sultanov gefällt mir. Den hauen wir auf die Liste rauf. Noch ein 21-Jähriger mit 6,6. Das Geld können wir uns eigentlich sparen. Ja, oder den 30er mit 7,6 noch. Den nehmen wir auch noch mit. Okay, cool. Dann schauen wir nochmal nach dem Innenverteidiger. Vielleicht sogar jemand, der richtig viel drauf hat. So einen richtig guten Innenverteidiger hätte ich ganz gern. Neben Cody Blau und Stefan Himmel und Sertic und Ulrich. Von dem wir auch noch ein bisschen was haben. 7,4 vielleicht. 7,3, 7,6. Mit 26. Den scouten wir. 7,6 mit 29. 8,0. Ja, 8,0. Komm. Den scouten wir auch nochmal. Ich glaube, damit sind wir ganz gut aufgestellt. Einen weiteren Spieler zur Laie möchte ich eigentlich nicht. Laie ist natürlich auch immer cool. Aber eigentlich möchte ich nicht einen weiteren leihen, weil wir jetzt schon zwei zur Laie haben, wo wir auch noch am Überlegen sind. Ziehen wir die Kaufoption, ziehen wir sie nicht? Große Frage. Wissen wir noch alles gar nicht. Deswegen würde ich sagen, komm. Wir gehen jetzt hauptsächlich mal auf vertragslose Spieler, vor allem, weil ihr das so oft gesagt hattet. Alles klar, wir haben jetzt viele gescoutet. Jetzt ist die Frage, wollen wir in unsere supervolle Woche da noch jemand reinbringen? Noch irgendein Gespräch mit reinbringen?
die Woche ist schon übertrieben. Und wir müssen auch noch Sponsoren. Unserem Sponsoren kümmern. Wobei, das können wir auch noch die nächsten Wochen. Ich finde jetzt Spieler erstmal wichtiger. Also Gianluca Bandoni möchte ja eigentlich nicht mit uns reden. Der Beste wäre jetzt hier dieser Hamidullah Aktuk mit 20 Jahren. Das ist natürlich großartig, mit 20 Jahren schon so stark zu sein. Komm, mit dem machen wir schon mal ein Vertragsgespräch. Auf dem Sonntag. So, und mehr noch nicht. Mehr noch nicht. Und dann sehen wir natürlich auch, wenn er scheitert, ob wir auf die anderen beiden zugreifen müssen oder nicht. Aber schön zu sehen, dass er, trotz dass er ein Achter ist, mit uns reden möchte. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Cool. Hier schon ins Scouting reinzugeben, macht, glaube ich, gerade nicht so super viel Sinn. Weil die Zeit einfach nicht da ist. Das ist einfach nur als Liste für uns, damit wir wissen, wer ist für uns interessant, wen wollen wir eventuell verpflichten. Super. Dann geht es für uns weiter. Wir müssen einmal kurz alles durchmachen. Jugendspieler abwerben sollten wir auf jeden Fall nochmal machen. Gerade jetzt in der dritten Liga. Wir brauchen einen Torwart. Als Dritttorwart. Und da gehen wir mal zur Halle, weil wir wissen, Halle ist ungefähr unser Niveau. Das machen wir mal so. Sehr schön. Dann, genau, können wir jetzt hier nochmal bestimmte Sachen einstellen beim Kurztrainingslager. Wie teuer soll das so sein? Ich glaube, die Unterkunft stellen wir auf 10.000. Auswärtsspiele auch 10.000. So machen wir das. Spiel vereinbaren, Turnier vereinbaren, Trainingslager. Machen wir alles noch im besten Fall. Aber halt nicht jetzt. Halt nicht jetzt. Events. Saisoneröffnung. Organisieren wäre schon wichtig. Machen wir noch. Können wir jetzt gerade nicht tun. Und die Mitarbeiter. Da brauchen wir natürlich ganz viele Mitarbeiter. Das können wir aber auch in 3 Monaten noch machen. Aber ich würde es gerne so früh machen wie nur möglich. Clubgelände können wir ausbauen. Das ist jetzt was Wichtiges. Und neben nach Düren-Küren muss jetzt was folgen. Und zwar nie mehr vierte Liga. Und das schauen wir uns auch an. Lass Düren führen, nie mehr vierte Liga. Naja, sieht man nur so halbwegs, aber die macht's. Was viel wichtiger ist, ist das Clubgelände. Und da haben wir jetzt ordentlich Geld, um das Gelände auszubauen. 2 Dinge sind mir wichtig. Einerseits brauchen wir den Doppelbürocontainer. Hier. Und wir brauchen das Jugendinternat. Hier. So. Wege und so weiter bauen wir noch nicht, weil die sind auch super teuer. Also wenn ihr hier schaut, Pflastersteine 2500 pro Feld. Das ist zu teuer. Das machen wir jetzt noch nicht. Das können wir irgendwann nochmal machen, wenn wir lustig sind. Fanshop wäre natürlich cool, aber kostet auch 800.000. Wir haben jetzt schon 460.000 ausgegeben, dann hätten wir noch 1 Million Budget. Das ist ein bisschen wenig, glaube ich. Das können wir immer noch bauen, wenn wir irgendwann merken, hey, wir haben noch Budget übrig. Ja, Trainingsplätze weitere wäre sicherlich auch nicht verkehrt, aber lass uns erstmal dabei bleiben, auch Infozentrum und sowas. Macht halt alles super viel Sinn. Aber jetzt für den Beginn gehen wir erstmal auf das weitere Büro, also die Bürocontainer und das Jugendinternat.
Das müssen wir dann noch ausstatten, das kostet dann auch nochmal Geld. Also ich glaube, die 460.000 reichen jetzt erstmal. Und das muss ja auch erstmal gebaut werden. Ja. Das muss jetzt auch erstmal gebaut werden. Bauzeit 53 Tage in diesem Fall. Klimaneutralität und so weiter machen wir alles nichts. Ticketverkauf, Top-Spiele können wir Aufschläge machen, das mache ich auch. Ansonsten werden wir gleich die Ticketpreise wieder ganz günstig machen. Erst wenn unser Stadion zu klein ist, macht es Sinn, die Tickets ein bisschen teurer zu machen. Aber wir werden wahrscheinlich nie bis selten ausverkauft sein. Wahrscheinlich nie. So, gegen die Mannschaften, die wirklich was drauf haben, werden wir Sonderzuschläge nehmen. Ansonsten bleiben wir bei dem Hauptpreis. Kredite und Anlagen brauchen wir gerade nicht. Börsengang auch nicht. Sponsorenverträge müssen wir alles neu aushandeln, damit wir auch Geld bekommen. Das geht uns sonst flöten. Und das machen wir auch. Das machen wir auch, aber noch nicht jetzt, sondern erst nach der nächsten Woche, wo wir halt jetzt die ganzen Spieler verkaufen. Fan-Nachwuchs. Ja, da sollten wir rein investieren. Und zwar hier einmal eine Werbeaktion in Bonn. Bei den Mitgliedern können wir jetzt nochmal alles anpassen. Wir sehen, dass uns das, was wir anbieten, das haben wir letztes Mal schon eingestellt, kostet uns 20 Euro. Auswärtsfahrtenservice könnten wir anbieten, wäre noch teurer. Würde jetzt das erste Mal Sinn ergeben in der dritten Liga. Zweite Mannschaft haben wir noch nicht. Machen wir mal. Und hier wären wir bei Preisen so ungefähr bei 27 Euro pro Mitglied. Ich möchte mit den Mitgliedern kein Geld machen, sondern einfach den Fans was zurückgeben. Beziehungsweise diese 3 Euro sind schon in Ordnung. Bei 113 Mitgliedern sind es 300 Euro. 25 Euro Standardpreis. 20 Euro reduziert. Ich glaube, das ist fair. Reduzierter Preis ist natürlich ein bisschen günstiger, aber da sind wir dann ja schon in der Subventionierung. Weil wir geben Geld aus. So viel, dass 25 Euro ist der Standardpreis. Kosten sind 24 Euro. Das heißt, die Fans geben 1 Euro mehr aus, als es uns kostet. Wir haben quasi keine Marge. Beim reduzierten Preis gehen wir quasi schon ins Minus. Deswegen ist es okay, wenn wir nur 5 Euro günstiger sind als der Standardpreis. Familie für 50 finde ich auch fair. Frei bis 12 Jahre, 100 Kilometer Entfernungsrabatt, Mitgliedschaft auf Lebenszeit, ist alles fair. Das machen wir so. Ja, oder? Ich überlege kurz. Oder wir sagen, komm, 30 Euro Standard und reduziert 25, dass wir nicht draufzahlen. Komm, selbst wenn wir ein bisschen draufzahlen, das sind ja 113 Mitglieder, alles gut. Alles gut, 25, 20, 50, sehr schön. Wir werden neue Mitglieder werben, direkt zu Beginn der Saison. Und Verkauf von Anteilen brauchen wir gerade nicht fördern. Wir denken noch nicht über einen Börsengang nach. Ja, wir haben ein paar neue Fans dazu bekommen, die sich organisieren. Auch ein paar neue Mitglieder. Wir sind jetzt in der dritten Liga. Ich hoffe, dass das natürlich sich auch auswirkt auf die Außenwahrnehmung. Wir werden weiterhin Dürenstrampler für Neugeborene ausgeben. Und schicken mal einen Spieler zu den Fans. Ich meine, Cody Blau hat die meisten Follower. Da sollten die echt glücklich sein, wenn er kommt. Und ansonsten machen wir hier nichts, weil das Zeit kostet in der Woche und die Woche schon echt voll ist. Weil die Woche so voll ist, sollten wir Sport treiben. Sport. Sport. Und ich möchte zwar zweimal die Woche mich weiterbilden und Spanisch lernen, allerdings machen wir das mal lieber nicht jetzt in dieser Woche. Party organisieren müssen wir auf jeden Fall noch machen. Wir müssen es feiern. Aber nicht in dieser Woche. Jetzt wird noch einmal gehasselt. Sehr, sehr gut.
Ich glaube, die Woche ist soweit geplant. Jetzt müssen wir natürlich noch ins Training reingehen. Ganz viele Sponsoren suchen, Freundschaftsspiel, Trainingslager, Charity, Abteilungsleiter. Ja, wird alles gemacht, aber ich finde es halt gerade super wichtig, dass wir in dieser Woche uns ums Personal kümmern. Je früher unser Team zusammenwächst, desto besser. Wir spielen ja schon in 40 Tagen gegen Ingolstadt. Ist ja gar nicht so lang. Hier. Da ist es ja schon. Da geht's ja schon los im August. Hier ist Deadline Day. Okay, wunderbar. Trainingswoche. Wir haben drei Trainingsgruppen. Wir wollen wieder alle in eine Gruppe reinbringen. Was ihr auch meintet, ist zum Beispiel, man könnte ja alles individuell aufbauen, im Sinne von, hey, wir können ja sagen, es macht ja wenig Sinn, dass ein Torwart Pressing mitübt. Ja, vielleicht ist es trotzdem wichtig, dass der Torwart weiß, wie er in dieser Situation sich zu verhalten hat oder auf was er sich einstellen muss, wie seine Spieler spielen, welche Gefahren dann drohen und so weiter und so fort. Das Problem ist, bei diesen anderen Trainingsgruppen, ja, wir können da auch nicht so super viel einstellen, ne? Das ist Regeneration, Kondition, Aufbau, Fähigkeiten, Passspiel, Abschlüsse, Standards. Ich glaube, da ist die individuelle Woche und die Regeneration und Kondition schon das höchste der Gefühle, was wir einstellen können. Jetzt bleiben erstmal alle bei uns, beziehungsweise schauen wir mal, wer hat hier echt eine grottenschlechte Kondition. Dann geht ihr hier trotzdem nochmal in die Kondition rein. Ja, okay, wir müssen es anscheinend schon machen. Wobei, auf der anderen Seite, Konditionsprobleme haben alle, oder? Ja, die beste Kondition ist 78. Wenn alle Konditionsprobleme haben, dann machen wir das individuell. Indem wir sagen, wir machen irgendwie eine Mischung aus Fitness und individuelle Fähigkeiten. Jetzt bringt es nur nichts, irgendwelche Taktiken oder so zu üben. Das wird dann wichtig sein, wenn alle Spieler vollständig sind. Jetzt mit Spielern das zu machen, die jetzt auch bald wechseln werden und so weiter, das ist jetzt nicht so wichtig. Das heißt, wir gehen jetzt hier insbesondere in die individuellen Fähigkeiten und können die ordentlich voranbringen. Und dann geht es hier hinten nochmal in den Ausdauerlauf. Die werden ordentlich kaputt sein, aber die Kondition geht hoch und das ist das Wichtigste. Damit geht's rein in die Woche. Wir sollen die Eintrittspreise festlegen. Und da habe ich gesagt, gehen wir in die günstigste Version rein, weil wir wahrscheinlich eh erstmal nicht ausverkauft sein werden. Erst wenn wir ausverkauft sind, macht es Sinn, hier in Preiserhöhungen reinzugehen. Wir wollen ja auch vor allem vom vollen Stadion spielen. Selbst wenn wir minimal mehr Geld machen würden, wir wollen ja auch, dass es voll wird. Leon Stecher, dich wollen wir anbieten. Jetzt geht es natürlich auch nochmal sehr ins Min-Maxing rein. Nicht ganz ins Min-Maxing, aber es ist jetzt sehr kleinteilig, was wir machen. Aber ich finde es schon wichtig. Er ist ein Fünfer, das heißt, der macht auf jeden Fall Sinn. In der vierten Liga. Unterhaching sucht sogar einen Innenverteidiger. Also, Kauf 150.000 ist sein Marktwert. Machen wir mal eine Anfrage. Angebot ist nicht attraktiv genug. Ich bin durchaus bereit, runterzugehen vom Preis. Immer noch nicht. Na komm jetzt. Selbst 80.000 ist nicht attraktiv genug. Sucht hier denn noch jemand einen Innenverteidiger? Okay. Die sagen bei 80.000 ja. Wir gehen natürlich nochmal in die Nachverhandlungen.
85.000 ist unser Lock-Angebot. Ja, wir gehen nochmal in die Nachverhandlung rein. 120.000. Absolut. 120.000 ist ein fairer Preis für Leon Stecher. Sehr schön, weiter geht es. Robert Neufeld, der Torwart. Bavaria München braucht einen Torwart. Klar. Haben bestimmt Interesse an ihm. Wollen wir mal aus Witz das machen? Natürlich nicht. So, vielleicht haben wir hier irgendwo in der dritten Liga sogar jemand, der einen Torwart braucht. Weil für mich wäre es natürlich schön, wenn wir Robert Neufeld an die Konkurrenz bringen könnten, weil er wirklich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht so gut ist. Und wenn wir dann gegen ihn spielen müssten, dann wäre das gar nicht so verkehrt. Übrigens, eine Person hatte angesprochen, dass er sich wünschen würde, dass ich die Banner hier austausche. Das ist durchaus möglich. Wir spielen zwar mit der Basisdatenbank, aber ich habe ja die andere Datenbank mittlerweile auch schon längst runtergeladen und ich könnte diese ganzen Banner mit ein bisschen Aufwand alle umgestalten, dass hier wirklich das echte Banner von Rostock ist und ich könnte auch den Namen umbenennen. Dann sind die Spieler zwar immer noch nicht die richtigen, aber zumindest wäre es dann der FC Hansa Rostock und mit dem richtigen Banner. Wenn ihr euch das wünschen würdet, sagt mal gern Bescheid. Dann würde ich überlegen, ob und inwieweit ich diesen Aufwand für euch machen würde. Also gib da auch gerne mal Feedback. Also wir bieten dich an. Okay, keine Verwendung. Wir müssen euch dann auch hier in der vierten Liga anbieten. Gibt es hier irgendjemand, der einen Torwart sucht? Ihr seid alle sehr offensiv hier in Bayern unterwegs. Ihr sucht alle kein Torwart. Dann gucken wir mal in der Liga Nord. Oldenburg nicht, Ottensen nicht. Ich glaube, die anderen kriegen wir gut angeboten, nur die Torwarte, die sind ein bisschen schwieriger. Heide. Die haben gar keinen. Können wir beide vielleicht loswerden. Angebot nicht attraktiv genug. 120.000, komm, wir machen jetzt einen Schnäpper, bevor wir ihn gar nicht loswerden. Dann müssen wir jetzt wieder hochgehen. Er ist 130.000 wert, komm. Budgetvergrößerung von 140.000. Ich glaube, das ist es wirklich leer. Wirklich, wirklich wert. Können wir dir eventuell sagen, dass wir dir mehr Geld geben können? Oder ist das wirklich zwingend mit einer Vertragsverlängerung verknüpft? Wenn das wirklich so wäre, dann muss man natürlich, wenn die Spieler nachverhandeln wollen, muss man denen dann schon ein bisschen mehr geben, wenn man es sonst nicht nachjustieren kann im Nachhinein, wie ich eigentlich dachte. Frust in Leistung umwandeln, an der Ehre packen. Du wirkst unzufrieden. Er würde am liebsten bei anders spielen. Verdammt. Pokalauslosung. Düren wird gegen Mainz spielen, gegen den Erstligisten. Oh Gott. Ich freue mich drauf. Ja, die weiteren will ich mir auch anschauen, klar. Gegen Mainz am 3.8. Ja, dann machen wir mal einen Top-Zuschlag von 50%. Ich glaube, das ist okay. Einfach gegen Mainz. Alles klar. Transferanfrage. Kiewis im Kund. Den haben wir gerade noch nicht verkauft, oder? Aber ich finde 29.000 auch ein bisschen wenig, ehrlich gesagt.
Jetzt können wir ihn lieber anbieten. Und zwar in der vierten Liga Nord bei Heide. Dann kommen beide dorthin. Fände ich irgendwie witzig. Die brauchen ja noch einen Torwart. Angebot ist immer noch nicht attraktiv genug. Was ist los mit euch? Nee, dann finden wir noch einen anderen Club. Vierte Liga West. Essen. So, 140.000. Die Ansprüche sind da andere. Alles klar. Wir sind in der vierten Liga. Trotzdem Ansprüche. Wuppertal. Haben wir auch andere Ansprüche. Gehen wir mal lieber in die Liga Nordost. Jetzt müssen wir wieder ein Top-Angebot machen. Nee. Zu hohe Ansprüche an Torwart. Im Kiwis im Kund nicht verkaufen können. Vielleicht kommt da nochmal ein gutes Angebot rein. Der steht ja auch auf der Transferliste. Horos. Tut mir ein bisschen weh, ihn zu verkaufen, weil er hat echt gut gespielt. Aber hey. Wir sind jetzt in der dritten Liga und das sieht dann natürlich ein bisschen anders aus. Köln Süd, könntet ihr ihn gebrauchen? Er ist ein alter Mann. Für 50 kriegt ihr ihn. Für 30 kriegt ihr ihn. Was? Ja, dann fragen wir woanders. Dann fragen wir anders nach. Weil ein bisschen Geld wollen wir auch bekommen für ihn. 50.000, komm. Na komm schon, 34.000. Gibt's doch nicht. Komm, Bonn. 25.000. Und frei mal nach 44. Ist okay. Budgetvergrößerung 74.000. Ich meine, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Wir machen jetzt ganz viele kleine Transaktionen. Aber unterm Strich werden wir vielleicht auch 1 Million oder so rausholen. Das ist schon gut. Damit können wir schon gut arbeiten. So, ich habe gehört, vierte Liga West, da gibt es welche, die defensives Mittelfeld suchen. Vielleicht ja sogar Bonn. Das ist super. Du Bonn, 95.000 bräuchten wir schon. 85.000. Machen sie sogar. Super. Super. Lennart Matzke, bei dir tut es mir wirklich am meisten weh. Aber was sollen wir machen? Ich würde dich tatsächlich ganz gern in der dritten Liga nochmal anbieten. Könnte sein, dass die sagen, hey, das ist nicht unser Niveau, aber ja, anders geht's halt nicht. Die für 340.000 gekauft, also 200.000 brauchen wir schon. Andere Ansprüche. Gut, dann werden wir dich mal bei Ulm anbieten. Ulm hat auch zu hohe Ansprüche. Alles klar. Homburg vielleicht. Angebot ist nicht attraktiv genug. Boah, Lennart Matzke haben wir nicht losbekommen. Matteo Neitzel hat sich verbessert. Ja, dann wirst du mal die Schusskraft noch weiter trainieren.
Cody Blau, sehr schön, hat die Schusskraft verbessert. Natürlich auch was, was ich nicht unbedingt auf dem Innenverteidiger sehe, aber das sollte er jetzt schon zu Ende machen. Lange Pässe, Manndeckung wäre doch was. Manndeckung fände ich gut. Kopfball auch okay. Manndeckung finde ich eigentlich perfekt. Du gehst auf die Manndeckung, Cody Blau. Finn Knut. Mal sehen, ob wir dich wegbekommen. Nach Münster. Was haben wir für dich bezahlt? 145.000. Ja, das kriegen wir auf jeden Fall. Das kriegen wir auf jeden Fall. Die wären interessiert. Immer noch nicht attraktiv genug. Ich meine, wir können das ja hier wieder rausholen. Haben wir noch Gewinn mit dir gemacht. Tut mir super leid, Finn Knut. Aber wir sind jetzt in der dritten Liga. Als wir dich geholt haben, sah ich das nicht für möglich. Oder es war auch nicht unser Ziel. Offensives Mittelfeld haben wir jetzt hier. Mal sehen, wer das gebrauchen könnte. Memming vielleicht. Zu hohe Ansprüche. Schweinfurt. Zu hohe Ansprüche. Bamberg vielleicht. Hauptstadt. Hankofen Heiling. Nee. Den sind wir auch nicht losgeworden. Ist aber nicht so schlimm. Das ist alles nicht so schlimm. Ein Innenverteidiger. Wer sucht denn einen Innenverteidiger? Lippstadt auch nicht, Rödinghausen nicht, Reda-Wiedenbrück nicht, Bocholt nicht, Aalen, Bonn, Bergisch Gladbach, also vierte Liga West ist tote Hose. Die denken sich Verteidigung, ach was, Angriff ist die beste Verteidigung, brauchen keine Innenverteidiger, brauchen halt wirklich alle keinen. Doch Fulda Lehnerz. Der kommt ja aus der Jugend. Das ist wirklich jeder Cent, den wir bekommen, quasi ein Gewinn. So, 120.000 wollen wir schon haben, oder? Hui, 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 hui. Knappes Ding. 105.000. Absolut okay. Matteo Neitzel ist ein Stürmer, aber kein richtiger Stürmer, eher so eine hängende Spitze. Ich weiß nicht, ob so viele sowas suchen, aber vielleicht haben wir Glück. Worms auch nicht. Vierte Liga Nord. Oldenburg. Ottensen. Lohne. Drochtersen. Eimsbüttel. Garbsen. Man kann natürlich auch überlegen, hey, bietet man diese Spieler erst am Ende der Transferphase an, wenn man niemanden gefunden hat, der die haben möchte. Aber wir wollen ja das Geld auch haben. Wir wollen ja auch das Geld haben, um jetzt neue Spieler verpflichten zu können. Um auch zu wissen, was haben wir überhaupt? Was haben wir überhaupt für Möglichkeiten? So, dann schauen wir mal weiter. Cottbus, Lebsch, Erfurt, Chemnitz,
Nochmal Lebsch, Greifswald, Meuselwitz, Eilenburg, Babelsberg. Also richtig finden tun wir nichts, muss ich sagen. Halberstadt. Ja, die wollen ihn haben. Geh mal hoch rein. 250.000 wollen wir schon haben, oder? Komm. Wir treffen uns bei 230.000, aber wollen auch 5% vom Weiterverkauf. Zu hoch gepokert. Babelsberg müssen wir uns merken. Das merken wir uns. Weiter geht's. Kund hat was erreicht. Ja, viel Spaß. Bei Reflexe. Albert Gunkel hat Antritt erreicht. Was machen wir mit dir? Ich denke mal Robustheit, oder? Dauerkarten. Wollen wir das Maximum verkaufen zum maximalen Rabatt? Wie gesagt, ich möchte gern volle Stadion haben. Erst wenn es voll wird, können wir über Rabatte nachdenken. Beling. Beling bieten wir an. Babelsberg. Eilenburg brauchen Stürmer. Und die sind richtig bereit, Geld auszugeben. 500.000. 420.000, sagen sie. 460.000. Wow, der ist 320.000 wert. Ist ein junger Stürmer, kommt aus unserer Jugend, aber da haben wir jetzt 473.000 rausgeholt. Das ist schon der Wahnsinn. Blasko, dich können wir gern in der dritten Liga anbieten, würde ich sagen. Du bist ein guter Stürmer, wirklich. Du wärst vielleicht wirklich jemand, den wir mal in der dritten Liga anbieten können. Ist gerade deshalb gut, weil wir sicherlich auch ordentlich Geld bekommen. Aue. Ja, probieren es mal. Wir werden eh ein Minusgeschäft machen mit ihm. Was haben wir für ihn bezahlt? Zu viel. 210.000. Aber das ist nicht so schlimm. Wenn wir jetzt, sagen wir mal, 160.000 bekommen, ist okay. Oh, da müssen wir hart entgegenkommen. Wir kommen entgegen. 145.000, alles klar. Der wollt weg. Macht keinen Sinn, ihn zu behalten. Jugendspieler abwerben. Wir bräuchten eigentlich einen Torwart. Allerdings sehe ich hier jemanden im linken Mittelfeld, der ein Talent ist mit 3-0. Talente würde ich immer fördern wollen. Immer. Auch wenn wir zum Beispiel ein Talent hochziehen von der Jugend in die erste Mannschaft, dann würde ich den eher verleihen wollen. Also definitiv. Talente sollten wir fördern. Und dann sehen wir immer noch, was daraus wird. Ja, kontaktieren wir doch mal. Jim Wippel. 14.000 kostet das Gespräch. Klar, machen wir. Ablöse 130.000. Guck mal, wir haben ein Budget von 3,1 Millionen. Wie cool. 130.000 und 15% Ablöse. Und wir haben keinen Verhandlungsspielraum. Omri Zoha wird nächstes Jahr gehen. Der bleibt hier noch ein ganzes Jahr in der Jugend. Ein ganzes Jahr ist er in der Jugend. Kann sich gut entwickeln. Könnte vielleicht dann als zweiter Spieler links reinkommen, statt Omri Zoha. Also jetzt langfristig gedacht. Oder wir verkaufen ihn oder wir verleihen ihn. Komm, wir unterschreiben das.
Der soll in die Jugend. Leobendorf möchte jedes. Den konnten wir nicht anbieten. Na komm, machen wir ein kurzes Ding draus. Also so. Ein bisschen Geld hätte ich schon ganz gern. Komm, 62.000, das ist 170.000 wert. Wenn ich 62.000 nicht bekomme, dann ist es mir das auch nicht wert. Okay, das war wirklich eine sehr, sehr intensive Verhandlungswoche. Jetzt haben wir den Torwart, den 20-Jährigen, den ich einfach mal mit in die Woche geschoben habe, weil ich dachte, wir brauchen einen Torwart. Und einen jungen Torwart zu holen, wäre schon sehr sinnvoll. Und nicht nur einen Jungen zu holen, sondern einen, der jetzt schon richtig stark wäre. Der in der dritten Liga eine richtig tolle Figur machen würde. Er hat kaum Interesse an uns. Ein 10er Interesse. Wenn wir den wirklich holen, ist er die Nummer 1 auf seiner Position. Vor allem, weil Erich Duwe nicht nur schlechter ist, sondern auch alt und abbaut. Ihn können wir sogar noch aufbauen. Das können wir ihm tatsächlich mal versprechen. Ich bin mit diesen Versprechen immer sehr vorsichtig umgegangen. Und ihr habt auch gesagt, ja, lieber sowas versprechen wie, ich werde dich langsam aufbauen. Aber ganz ehrlich, auf deiner Position bist du die Nummer 1, können wir ihm hundertprozentig versprechen. Ich verspreche es ihm, dann steigt sein Interesse auf 15. Vertragsdauer ist 29, super. Alles gut. Keine Ausstiegsklausel, super. Vertragsauflösung bei Abstieg können wir ihm versprechen, ist sowieso gut für uns, weil der ist super teuer. Jetzt ist die Frage, ist er zu teuer? Ja, das Handgeld ist für mich okay. 340.000 Handgeld ist okay. Siegprämie, Einsatzprämie ist okay. Er ist halt eine Wucht. Er ist halt eine Wucht. Er ist so ein guter Torwart. Und ich finde, beim Torwart sollte man nicht sparen. So einen guten Torwart zu verpflichten, wäre wirklich eine Sache, wo ich sage, hey, lass uns das machen. Lass uns das machen. Aber ist das Gehalt nicht ein bisschen drüber? Ja, sicherlich. Wir haben drüber geredet. Also Irbis Leitner ist ein Fünfer und bekommt so 50.000. Sechser bekommen 70.000. Siebener, so 100. Achter, er ist ein Achter, höchstwahrscheinlich. 150.000, würde ich sagen. Ich würde sagen, 150.000 wäre ein faires Ding. Wir dürfen auch nicht zu sehr. Er wäre der beste Spieler, den wir haben. Darf man nicht vergessen. Hat einen Marktwert von 1,3 Millionen und wir kriegen ihn wirklich zum Schnäppchenpreis. Ich möchte auch nicht zu sehr hier falschen. Wenn er 180.000 haben will, will er 180.000 haben. Komm, wir gehen hier mal 60.000 runter, beim Rest bleiben wir. Auch das Handgeld ist okay. 180.000, wir kommen ihm entgegen. Wir zahlen ihm 170.000, das ist hoch, das ist ein hohes Gehalt. Aber er ist ein Achterspieler. Er hat einen Marktwert von 1,3 Millionen, er ist der teuerste Spieler, den wir haben. Und den können wir im Notfall auch richtig teuer verkaufen. Bei einer Belastung von 500.000 könnten wir über 1 Million bekommen. Er wäre eine Bank hinten drin. Wir kaufen diesen Torhüter. Wir kaufen ihn. Vertrag unterschreiben. Laufende Verhandlung Guido Rasch. Angebliches Interesse von Wuppertal. Ja, wunderbar. Das hat doch echt gut geklappt. Hier. Hamidullah Aktuk kommt mit rein. Und wir werden einen weiteren Künstlernamen vergeben. Auch an eine Person, die ganze Zeit mit dabei ist. Und sie bekommt hauptsächlich das Ganze, weil sie auf unserem Discord-Server so eine süße Nachricht darüber geschrieben hat, dass wir hier die 6.000 Abos auf YouTube
geschafft haben. Ganz frisch gestern Abend. Und dann kam so eine süße, liebe Nachricht von unserem lieben Total Rot. Oder hier auf YouTube bekannt als Battle Chronics, falls ihr ihn in den Kommentaren entdeckt. Ich glaube, das hat er sich verdient. Super süße Nachricht. Falls ihr die lesen wollt, ihr seid alle herzlich willkommen auf unserem Discord-Server. Schaut gerne mal in die Videobeschreibung. Das hier ist Total Rot. Sein Künstlername von Hamidullah Aktuk. Dann kriege ich auch nicht so einen Knoten in der Zunge. Finde ich auch gut. Perfekt. Der ist jetzt zu uns gekommen und ist die Nummer 1. Ist ja klar, wer sonst? Tolle Entwicklung hier. Tolle Entwicklung. Dan Wallace wird bald die Nummer 6. Cody Blau, tolle Entwicklung. Justus Bade, auch bald der 6er. Ja, tolle Entwicklung. Toda Rot, höchstwahrscheinlich sogar bald vorm Stufenaufstieg. Wahnsinn. Dann hätten wir 9er vorne drin, der 20 Jahre jung ist. Der kann uns so lange begleiten. Marktwert 2 Millionen. Wahnsinn. Toller Spieler. Toller, toller Spieler. Und Teamgeist ist tatsächlich, glaube ich, ein bisschen besser gewesen, oder? Oder besser geworden. Ich glaube, professioneller Umgang ist besser als das, was wir vorher hatten. Dan Wallace bekommt einen Stufenaufstieg, hat jetzt hier ein Wert von 5,7. Super stark. Justus Bade, Stufenaufstieg, erreicht 5,4. Und damit können wir die auch spielen lassen in der dritten Liga. Das ist richtig toll. Total Rot schafft leider nicht, kriegt leider nicht die Rückennummer 1. Dann bekommt er mal die Rückennummer 44. Einfach mal so. Ist eine schöne Zahl. Und habt ihr es gesehen? Habt ihr es gesehen? Ich zeige euch das gleich nochmal. Wir haben richtige Schnäppchen gemacht. Der ist ein nicht nur normaler Talent, er ist ein 2-Sterne-Talent, den wir da rangezogen haben. Und Guido Rasch soll gekauft werden. Klar. Habe ich nichts dagegen. Wahnsinn. Wir können fördern. Wir haben Justus Bade gefördert. Ja, lass gerne Stefan Himmel fördern. Wobei, der schafft das auch von alleine. Omrit Soha. Rot. Dann können wir ihn nochmal ganz kurz anschauen. Schaut euch das mal an. Er ist ein großes Talent. 20 Jahre jung, großes Talent. Jetzt schon Achter. Der wird uns so lange so viel Freude bereiten. Bis 2029 ein Vertrag. Das ist der Beste, den wir uns jemals hätten holen können. Wahnsinn, was wir hier für ein Schnäppchen gemacht haben. Große Klasse. Ganz, ganz große Klasse. Wow, was für eine tolle Folge. Wieder sehr, sehr lang. Und es ist noch vieles nicht vollendet worden hier. Denn wir haben hier noch ganz viel zu tun, was Sponsorenwerbung angeht, was hier, ja, unsere Leute hier angeht, die wir teilweise noch verkaufen müssen und teilweise brauchen wir aber auch noch neue Leute, die wir dazu holen wollen. Das und noch viel mehr, das sehen wir in der nächsten Folge. Aber seid nicht zu traurig, denn morgen gibt es gleich 3 Folgen. Das heißt, morgen werden wir die ganze Transferphase abgeschlossen haben und schon die ersten Spiele bestritten haben. Ich freue mich riesig darauf. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr das Ganze hier so mit mir mitfeiert. Und bis zur nächsten Folge, ihr Lieben.